Moinsen Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Battle in Rome 2 Total War. Und ja Leute, wir sind mal wieder da und wir werden direkt die Kamera ein bisschen drehen. Denn Leute, wir sind mal wieder in einem weiteren, ich kann kein Deutsch-Match mit netten Abonnenten. Und ja Leute, ich hatte heute als Octavian gegen, Persien war das? Persien? Es war Persien, Leute, spielen. Und ja, ich will heute, obwohl Persien keine richtige Linie spielt, den Linienkampf auf eine andere Art und Weise gewinnen. Denn jetzt werde ich euch etwas demonstrieren, was ich schon mal mit anderen Nationen gemacht habe, aber jetzt nochmal probieren werde. Denn ich muss jetzt erstmal kurz das Tudo anmachen. So, denn ihr merkt es bereits, ich mache eine komische Sache. Denn ihr kennt es vielleicht aus meinen Pergamon-Battles. Ich aktiviere vorne öfters mit Rührspielen Quadraten und sorge dann dafür, dass sie mit Hilfe ihrer Quadratformation Einheiten an den Flanken vorbeilaufen, wenn sie die Charge und dann von den Peltasten beschossen werden in die Flanke und nicht richtig hingucken. Das hatten wir ja schon mal. Aber dieses Mal habe ich keine Peltasten, sondern Velites, die natürlich billiger und schwächer sind. Und werde kein Quadrat machen, sondern ich werde Testudo machen. Sehr gewagt, denn somit werfe ich keine Pilar mehr, wenn ich charge. Ich könnte versuchen, gegen zu chargen und dann Testudo zu aktivieren. Das mache ich, Leute. Gewagt, gewagt, aber das werde ich machen. Und ich muss erstmal meine Armee fertig aufstellen. Damit werde ich versuchen, ihn dann auch zu besiegen. Denn dann werfen meine Speerwerfer an, der netten Schildkröte vorbei. Und somit würde ich als Sieger natürlich dastehen. Und das tue ich doch gerne. Einen Sieg schenken ist natürlich nicht eine Sache, die ich hier in Betracht ziehe. Und ja, ich würde sagen, er ist ready. Ich auch. Und ja, los geht's. Doch, es war Sardis. Es war Sardis. Er hat hin und her gewechselt. So, was spielt der Veteran Sardis in der Linie? Nette Sache mit gallischen Schwertern. Gallischen Schwerter wird er auf jeden Fall das Mietschild reinjagen. Das ist jetzt schon offen. Ansonsten Leinpanzer-Schwertkämpfer mit Burgerkaff und Thurios-Speeren. Schützen zweimal Standschauer. Ne, zweimal Peltasts. Finde ich nice, dass du dich für die entschieden hast. Und zweimal Standschauer dran. Königliche Peltasten noch als Gen. Er versucht dieses Mal den Linienkampf eindeutig zu gewinnen. Weil wir hoffen, dass meine Trollolol-Strategie aufgeht. Und werden ansonsten an den Flanken rasiert. Denn Leute, wir haben auf den Flanken Prätorianer mit Veteranslegionären. Was geht da. Was ist da falsch? Da, diese netten Prätorianer. Oh, sind sie schön. Sind sie doch schön. Das ist einfach... Oh. Ja gut, den Gen hinter eine Schwerteinheit zu setzen, war nicht die schlauste Sache. Aber vielleicht brauche ich die. Falls er durch eine der Mitten durchgeht und ich meine Formation nicht schnell genug auflösen kann, brauche ich diese Suke Ihastati. Die wären sehr, sehr wichtig. Gut, rücken wir weiter nach vorne vor. Servieren wir ihm den Kampf, den er haben möchte. Oh yes. Meine Männer marschieren im Namen Roms natürlich nach vorne. Unser netter Kaiser Augustus wird diese Armee natürlich in den Sieg führen. Und kann ich mit rasender... Ich habe gar keinen Rasenangriff. Mit dem Keiler sollte ich... nicht mit dem fliegenden Keil, aber generell mit einem Keil sollte ich ihn bekommen. Obwohl ich diese Formation nicht gerne mag gegen Kavallerie, sollte sie funktionieren, vor allem direkt in 1 gegen 1. Oh. Er will den Kavalleriekampf. Abgesehen davon habe ich eh eine Speersalve, die ich werfe, wenn ich reincharge. Ich muss nur dafür sorgen... Da ich erstmal hier auf die andere Seite komme, sollte ich nicht einfach stehen bleiben. Und ja, ich sollte dafür sorgen, ihr könnt vielleicht schon mal ein paar Speere reinwerfen. Das wäre sehr nice. Gut, ihr geht dann nach vorne hin und ihr sichert hier die Kavallerie ab. Der nette Berg da beschützt uns jetzt. Gut, fahren wir uns unseren Griff aus. Ihr werdet hier nichts machen. Ihr lasst den Kavalleriekampf so wie er ist. Und daran wird sich auch nichts rütteln. Ob du hier bist und nicht. Nein! Boah! Halt, stopp! Jetzt kämpfe ich. Oder jetzt werfe ich eher, wenn die Wiedersalven kommen. Die kamen also schon, ja, die kamen schon. Gut, da hinten gibt er, glaube ich, direkt auf. Ja, warte, so würdest du perfekt reinwerfen. Ein bisschen fies, aber können wir uns ja genehmigen. Gut, er versucht den Linienkampf vorzuziehen. Was? Ich verliere! Oh, nein, nein, nein. Oh, nein, 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 das war nicht im Plan. Das war nicht geplant. Ja gut, dann musst du da rein. Du hältst beide auf. Gut, dass ich jetzt schon vorher weiß. Ich habe jetzt einen Trupp übrig, das finde ich nice. Ein bisschen weiter nach hinten. Er jagt beides direkt rein. Interessant.
Interessant. So, ihr kommt hier hin mit dem Gen. Damit hättet ihr die Kraft, um das da abzuwehren. Gut, Prätorianer schaffen es wirklich, beides zu beschäftigen. Oh, ich liebe euch. Gut, Formationsangriff aus, da rein. So, alle Einheiten, abgesehen von dir. Testudo, bitte funktionier. Wenn das jetzt funktioniert. Warte, warten, bis der Charge vorbei ist. So, dann geht... Ja, ja, komm, werft an der Flanke vorbei. Mach Testudo. Ja gut, der hat, glaube ich, gecheckt, dass zwei Einheiten im Nahkampf zu halten, keine Scheu. Der war so, die Kavallerie gewinnt den Kampf jetzt alleine. Gehen wir mal da weiter vor. Du gehst da rein. Du gibst ihm da was. Oh, nice, nice, nice. Es funktioniert einfach göttlich. Oh, eine Grimmsalami hat mal wieder funktioniert. Komm, wir werft schön an den Flanken vorbei. Ey, macht kein Testudo. Warum macht ihr kein Testudo? Gut, dann werde ich Testudo halt selber machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh shit, ey. Ich glaube, ich verliere die Schlacht noch, aber es war echt ein bisschen witzig. Ich habe eine nette Sache reingegeben, oder? Zieht euch da mal zurück. Gut, Angriffsbefehl. So, das Prätos, die ich. Ja, ich habe Prätos zum Jagen geschickt. Sehr schlau von mir. Das, und dann gehst du mal hier vorbei. Du kannst nämlich da Schützen jagen. Oh shit. Sorgt dafür, dass die gewinnen. Per Tasten kriegst du weg. Gut, sorgt dafür, dass diese. Ich vergesse mal die Einheiten hier auf der einen Flanke. Ja gut, da hat er die natürlich durchbekommen. Aber warte, ihr könnt aber in den Nahkampf. Yep, da schlafe ich ein bisschen. Falls du irgendwie erschöpft bist, jetzt bist du es nicht mehr. Gut, ab jetzt aktiviert ihr die Peitsche und wir gehen in den Rücken rein. Nice, so, nochmal werfen alle, die gerade nicht schon automatisch geworfen haben. Die Peitsche mit Kombination von Veteranen im Rücken sollte ihnen den Rest geben. Und ja, meine Trollolol-Formation hat doch nicht funktioniert, finde ich etwas frech. Finde ich doch etwas frech, komm, jetzt mach sie weg. Also, Papiertasten sind etwas widerstandsfähiger als andere Einheiten. Gehen wir da lang, perfekt, das war's für die. Ich muss mein Gen am Leben halten, damit er da noch nachher pushen kann. So. Geh mal nett zu den Prätorianern, die sind mich jetzt fertig. Sag mal dafür, dass wir hier den Nahkampf ein bisschen mehr gewinnen. Wobei, ich mag keine Schützen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Gut, rein da. Du kannst in den Rücken gehen, dann gehst du da lang. Der kommt sogar so gleichmäßig an. Gut. Dass ich meine Prätorianer das jagen lasse. Ja, die Petasten kann ich aber nicht umschalten mit meinem Gen. Gut, sind jetzt endlich durch hier. Ja, seid ihr. Weiter. Gut, die Einheit sollte jetzt weggehauen werden. Kannst du meinetwegen noch reinballern. Du gehst hier in den Rücken. Legionäre, was war das? Veteran? Nee, auch normale. Sind doch relativ viele von denen durchgekommen. Kannst hier eigentlich in die Steinschleuder reingehen. Du beschäftigst den Gen von dem. Du gehst da in den Rücken. Du gehst hier lang. Oh Gott, dass ich diese Prätor nicht das jagen lasse, ist ja immer mega dumm von mir. Komm, mach die geistigen Schwerter weg. Will sie nicht mehr sehen. So, netter Charge da rein. Ups, da war noch, sind noch ein paar nette Schwerter von ihm. Ah, die haben Legionäre gerufen. Was sind Veteranslegionäre? Stimmt, die Prätor sind ja da hinten. Ha! Gut, die Prätorianer da sind gleich bereit, um Frische zu erlangen von meinem Gen. Finde ich nice. Na gut, da kommt direkt das mit Paraden die Peitsche. Ja, aber er hat einen Strategen. Ich lasse das hier aber gerade ein bisschen spannend werden, habe ich das Gefühl. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Na gut, ich habe keine Zeit, um hier noch. Warte, ich schicke nicht noch meine Elite-Einheit weg zum Jagen. Perfekt. Du gehst mal da hinten helfen. Die Veteranslegionäre sind da viel besser im in den Rücken gehen. Ist da eine Scheißformation auf. Gut, du kannst Steinschalter töten und währenddessen die hier frisch machen, finde ich super nice. Das Niceres hat es noch nicht gegeben. Und wir haben hier noch eine Einheit, die es bestimmt gesammelt hat. Weiterlaufen. Warte, da kämpfen ja noch Legionäre. Wie viele Männer haben die überhaupt? Nur 24, wow. Wie dieser Charge einfach, wie sie komisch gucken. Ja, jetzt machen sie es richtig. Oh, abhauen. Gut, der Gender hat sein... Alter, nee, jetzt reicht's mir. Die mit den Prätorianern zu jagen, war immer mega blöd. Du kannst so gesehen reingehen. Haltet ihn da auf. Wir jagen ihm jetzt
Prätorianer rein, und zwar frische. Du kannst da weiterjagen. Du gehst da rein. Du versuchst die Legionäre zu ersetzen, die da frontal jetzt nicht mehr vorhanden sind. Das war's für Schatzschalen. Sind eh nur Steinschotterer. Das Piraten, der beschießt mich jetzt. Yep. Das war sehr dumm. Gut. Aber wir können doch aus Federn hier noch was Gutes machen. So, jetzt kreisen wir von allen Seiten ein. Legionäre, wäre gar nicht mal so dumm, wenn ihr versucht, euch zu retten. Wir wollen jetzt keine fliegenden Truppen mehr. Das war dumm von mir, die reinzuschicken. Gut, Legionäre mit Prätos, komm, wir sorgen mal direkt dafür, dass du auf die Schnauze bekommst. Für dein freches Verhalten. Große Formation und rein da. Sind normale Legios? Ne, sind Veteran-Legios. Dass meine Prätos sich mit Peltasten abgeben, ist echt die Härte. Perfekt, weiter. So, hier kreise ich ihn doch ein, oder? Na gut. Die Sokias tat man das nicht gerade sehr lange noch mit. Ich sollte hier versuchen, deren Moral zu stärken. Yep, ihr kommt mal darüber. Meine Prätos mögen es zufällig nicht, in den Rücken beschossen zu werden. Warte, ihr müsst hier die Einheit ersetzen, die gleich tot ist. Und die mögen es auch nicht, erschöpft zu sein. Gut, rein da. Sorgt dafür, dass er nicht mehr in den Rücken werfen kann. Ich will nicht eine Salve da drin haben. Gut, Moralpush ist auf jeden Fall da. Ich will gar nicht erst da hinten sehen, was diese Prätor nicht machen muss. Aufgrund meiner Dummheit. Gut, ich mag fliehende Truppen nicht. Raus da. Gut, die Veditas, um sie zu bekommen, und die Veteranen-Legionäre, um sie zu beenden. Die Veteranen-Legionäre brauchen wir hier. Komm mal hier rüber. Gut, den Gen tun wir dann kurz weg. Na, hier brauchen wir nämlich die Einheiten. Hör, ja, da kommt ja was. Gut, dass wir euch in Reserve gehalten haben. Sehr gut. Gut, er versucht, in lose Formation zu gehen. Kurz weglaufen. Lang machen, chargen. Gut, hier lang weiter. Warte, nicht dem Legatus einen neuen Charge-Befehl geben. Das wäre nicht sehr schlau. Gut, die Sokias Tati, da brechen gleich. Nochmal raus mit denen. Raus, raus, raus. Ich habe keinen Bock auf Freunde fliehen. Perfekt, der Gen ist tot. Den Gen habt ihr schön noch zusammengeboxt. Könige der Peltasten als Stratege sind nicht nice, aber sehr gutes Match. Hast gut meine Fehler ausgenutzt. Finde ich klasse. Genau so möchte ich das. Schön die Fehler des Feindes ausnutzen. Da wird das noch ein richtiges Whisky-Match. Also, was kann man zu der Testudo-Formation sagen? Es funktioniert, aber die machen nicht immer ihr Testudo. Manchmal brechen die es mittendrin ab und das ist ein Nachteil. Die töten dann fast gar nichts mehr. Das heißt, die Veditas müssen die Arbeit machen. Vielleicht bräuchte ich eine Doppellegionärlinie und dann mache ich das nochmal. Wenn so Astati dahinter stehen, dann so 6 Astati und dann würde es schon ausreichen, das mit 4 Legionären zu machen. Muss ich ausprobieren, 4 Legionäre plus 6 Astati. 4 Legionäre rennen vor und fangen ab, dann könnte man fast schon Princaps benutzen, wenn man eben im normalen Rom ist. Und dann lässt man die Veditas mit reinwerfen. Ja gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Newcraft hat sich dieses Match natürlich viel besser angestellt als letztes Mal. Er hat natürlich den Linienkampf schon gewonnen. War ein bisschen beabsichtigt, aber ich sollte das nächste Mal nicht so rumtrollen. Und ja, ich hoffe natürlich, das Battle hat euch wie immer gefallen. Ich würde sagen, man sieht sich wie immer beim nächsten Mal. Ciao, Leute.